Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück bei Two Worlds 2. Ja, meine Güte, die WM ist voll im Gange. Ich bin großer WM-Fan und gucke mir natürlich so viel wie es geht die Spiele an. Deswegen so ein kleines Entschuldigung dafür, dass die Folgen jetzt nicht schon jetzt jeden Tag hochgeladen werden. Aber der Tag hat leider nur 24 Stunden. Nichtsdestotrotz, wir haben den guten Gorlach besucht und müssen jetzt mal zum Captain. Und ich bin gespannt, was uns so erwartet jetzt. Arlef, wo sind die anderen? Wir sind angegriffen worden, Captain. Da war jemand in den Höhlen. Ich glaube, es war Gorlach. Reiß dich zusammen. Gorlach ist nichts weiter als ein Ammenmärchen. Was immer es war, es konnte sich mit den Ameisen verständigen. Sie waren übermächtig. Und die anderen? Tot. Und dieser Gorlach hat mich verschont. Wenn du niemanden geschickt hättest... Jetzt ist ja alles gut. Geh heim zu deiner Familie und erhol dich. Du hast sie gefunden. Das ist zwar nicht genau dasselbe wie einen Tyrannen zu töten, aber ich weiß es trotzdem zu schätzen. Nicht der Rede wert. Das sehe ich anders. Du kannst von jetzt an auf meine Unterstützung bauen. Wenn ich dir die Sache schon nicht ausreden kann... Naja, Ausreden schön und gut, aber der Turm ist unser Ziel. Also wie kommt man in den Turm? Wie kommt man in den Turm? Es gibt nur einen Zugang. Über ein Höhlensystem unterhalb des Turms. Es führt direkt in den Turm hinein, vorausgesetzt man verläuft sich nicht. Die vielen Knochen, die dort herumliegen, beweisen allerdings, dass es nicht allzu schwer ist, die Orientierung zu verlieren. Wie komme ich rein? Der Eingang liegt verborgen. Ich hätte ihn nie gefunden, wenn Datan nicht gewesen wäre. Immer wieder höre ich diesen Namen. Master Datan, um genau zu sein. Er ist ein Magier durch und durch. Außerdem trifft man einen wie ihn nicht so oft. Wenn du den Eingang finden willst, dann mach dich auf die Suche nach ihm. Meister Datan also, okay, dann würde ich mal sagen, fragen wir einfach durch, ne? Warum wolltest du überhaupt in den Turm? Alle anderen werden schon blass, wenn sie nur darüber reden. Genau das hat mich ja gereizt. Ich war eben jung und ziemlich dumm obendrein. Ich war auf der Suche nach Abenteuern. Ich wollte, ich könnte dir eine rühmlichere Geschichte auftischen und dass sie auch noch wahr wäre. Tatsächlich aber ging es mir nur darum, ein paar Monster zu erschlagen, einen Schatz zu finden. Ich weiß nicht, ob du verstehst, was ich meine. Wie scheint, hast du dich inzwischen verändert. Ich habe keine Lust mehr, das Frühstück für irgendwelche Ungeheuer abzugeben, falls du das meinst. Es war Datan, der meinen Arsch gerettet hat, damals. Und wenn man es genau nimmt, bin ich heute auch nicht schlauer. Nur habe ich die Ungeheuer durch üble Tyrannen und ihre Schergen ersetzt. Jemand muss es tun. Tja, dann bin ich froh zu hören, dass es in der Welt da draußen noch ein paar andere Irre gibt außer mir. Wegen Gorlach. Fängst du schon wieder damit an? Vielleicht soll ich heute Abend vorbeikommen und unter deinem Bett nachsehen, ob auch kein Monster drunter liegt. Er war dort. Er war es, der deine Männer gefangen genommen hat, aus Angst entdeckt zu werden. Wer jetzt, der Magier? Oder das Ungeheuer? Das ist ein und dasselbe, aber du wirst so schnell nichts mehr von ihm hören. Schlag mich tot. Danke für die Hilfe, Captain. Einer verwandten Seele helfe ich immer gerne. Moment noch. Vielleicht hast du Interesse an einem weiteren Auftrag. Diesmal bezahlt, versteht sich. Klingt interessant, oder? Was ist denn das Problem? Was ist dein Problem? Ich habe in Erfahrung gebracht, dass einer meiner Männer gegen mich arbeitet. Oh, Fahrer. Jemand hier im Lager? Er heißt Imran. In der Vergangenheit habe ich mich auf ihn verlassen. In der Abwicklung gewisser delikater Angelegenheiten. Aber wenn es stimmt, was ich gehört habe, könnte er bestimmte Geheimnisse gegen mich verwenden. Dazu will ich ihm keine Gelegenheit bieten. Wie hast du dir vorgestellt, dass ich vorgehen soll? Unauffällig. Kein Problem. Sag mir Bescheid, wenn du es erledigt hast. Eieiei, erledige den Verräter. Verräter ist natürlich alles andere als toll, muss man ehrlich zugeben. Und der Captain hat was dagegen. Dass wir den Job angenommen haben, naja, wollen wir mal gucken, was uns da dann erwartet. Jetzt werfen wir erstmal einen Blick auf die Karte.
denn wir wollen doch mal gucken, wie es weitergeht. Und zwar hier ist der Chef der Magiergilde, und zwar der Meister Dattan. Und ich glaube, zu dem wollen wir doch direkt als erstes mal hinreisen. Auch diese schöne Musik. So. Denn ich möchte doch gerne den Meister Dattan mal kennenlernen, oder? Oh, da muss der mal eben kurz zwischenladen. Aber es geht ja relativ fix, muss man ehrlich zugeben. Jetzt seit neuestem. So, hier müssen wir rein. Ich bin mal gespannt, ob der Meister Dattan uns hilft. Kommt ruhig näher und überzeugt euch selbst. Ja. Jetzt schreien sie alle. Wer ist denn der Meister Dattan? Das ist der Seelenmeister? Ach, ein Teleporter? Oh, wow. Okay. Oh, was ist das denn hier? Skillbuch bereits gelernt, egal. Ja, nehmen wir dennoch mit. Und ich glaube, der Sound ist ein bisschen laut. Ich meine, ich kann mich natürlich jetzt irren. Boah, es sieht aber richtig gut aus. Oh. Wofür ist der? Ich weiß nicht. Dann wollen wir mal weiterlaufen. Eine Tür. Okay, noch ein Skillbuch. Okay, da ist jemand. Okay, das nehmen wir mit. Magie der Nacht. Okay, noch ein Büchlein. Nehmen wir natürlich alles mit. Kann ich helfen, junge Frau? Bitte was? Nun, ich will es mal als Kompliment auffassen. Ja, besser ist das. Bei den Göttern. Ich muss mich bei dir entschuldigen. Meine Augen sind nicht mehr die besten. Solche Momente werden immer häufiger. Bist du der Bibliothekar hier? Vorübergehend. Irgendjemand muss dieses wunderbare Archiv in Ordnung halten. Das in diesem Raum versammelte Wissen ist von unschätzbarem Wert. Mit oder ohne Gilde. Wie war das? Was hast du mit deinem letzten Satz gemeint? Die Magiergilde existiert offiziell nicht mehr. Der Herrscher hat Master Dattan angewiesen, die Organisation aufzulösen, oder er würde sich des Hochverrats schuldig machen. Wer kümmert sich dann um die Angelegenheiten der Gilde? Nun, niemand. In den ersten paar Monaten sind die Leute weiterhin mit ihren Problemen hierher gekommen, aber dann haben sie damit aufgehört. Wir bekommen noch Briefe. Man bietet uns Geld und andere Güter im Austausch für unsere Hilfe. Ich habe die Briefe an dem Brett dort drüben ausgehängt, in der Hoffnung, dass jemand sie liest und seine Hilfe anbietet. Macht es dir etwas aus, wenn ich sie mir mal ansehe? Aber ganz und gar nicht. Ich habe alle Eingänge notiert. Wenn du eine Aufgabe übernimmst, komm einfach wieder zu mir. Sicher habe ich dann eine Belohnung für dich bereit, in einer der Truhen dort. Das wird sich einrichten lassen. Ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber du wärst ein würdiges Mitglied der Gilde gewesen. Tja, das ist natürlich interessant. Fragen wir doch mal durch. Ich meine, so die Magiergilde, egal ob wir Krieger sind, vielleicht gehen wir noch Richtung Magie, wer weiß. Ich meine, so Nahkampfmagier müsste eigentlich durchaus möglich sein, ne? Aber fragen wir doch mal. Wo sind die Mitglieder der Gilde hin? Viele sind nach New Ashes gegangen, um an der Universität zu lehren. Andere haben sich lieber versteckt. Ab und zu kommen sie heimlich her. Nicht, dass ich jemals einen von ihnen gesehen hätte. Mir hat Master Dattan erlaubt, mich um die Bibliothek zu kümmern. Ehrenamtlich. Versteht sich. Wo ist Master Dattan jetzt? Er kommt und geht. Diese Hallen waren viele Jahrzehnte lang sein Leben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er das alles so einfach hinter sich lässt. Warum spricht niemand darüber? Man müsste doch meinen, dass sich die Leute Sorgen machen. Nun... Ich glaube, wir haben es nicht an die große Glocke gehängt. Gut, ich werde mal am Brett nachsehen. Ja, tu das. Der gute Meister Dattan. Dann wollen wir doch mal gucken am Brettchen, was uns da so erwartet. Denn, ich meine, so viele neue... Ach du meine Güte.
Nebenaufgaben ist natürlich auch heftig, ne? Komm, wir nehmen die einfach mal alle mit. Und dann gucken wir mal, welche Nebenaufgaben wir dann auch absolvieren und welche auch nicht. Ich meine, eieiei. Ich meine, ist ja ein RPG, schon klar, ne? Aber ich meine, alles komplett mit, da ist noch ein Händler, mit Nebenaufgaben ist ja schon faszinierend, auf jeden Fall. Was mit dir? Kann man mit dir nicht handeln? Doch, ne? Wollen wir doch mal reingucken, was hat er denn so dabei? Natürlich die Wappenröcke. Oh, eine Menge Magiekarten. Oh, was ist das denn? Ein Schadenskristall mit 75 Frost. Oh, das ist nicht schlecht. Da muss ich ja eigentlich mal gucken bei uns. Ach, apropos. Guck mal hier an. Nee, nicht ablegen. Die können wir doch verkaufen. Der hat auch nur zwei, der hat zwei, der hat zwei. Die schönen Amulette. Ja, genau, da hatten wir nämlich drei. Das kann nämlich alles weg. Der hatte auch drei. Da bräuchten wir aber einen, der vier hat. Aber das haben wir ja leider noch nicht. Was hat er denn? Der hat 8 plus 9. Müssen wir mal gucken. 8 plus 8, das ist schon nicht schlecht. Wenn wir den nämlich aufwerten, könnten wir dann nämlich noch einen Stein reinlegen. Dann werden wir erstmal die hier verkaufen. Und den Rest machen wir natürlich erstmal wieder klein, ne? Ihr wisst ja, das Prozedere. Aber nicht schlecht. Wenn wir jetzt irgendwas brauchen für die Magie, dann können wir auf jeden Fall hier zurückkommen. Ich meine, wir haben auch so viel Kohle. Warum nicht? Komm, den nehmen wir mit. Den kaufen wir. Und den werden wir dann irgendwo einsetzen in irgendeine Waffe. Wird so und so langsam mal dann wieder Zeit für eine neue Waffe. Ich warte ja nur darauf, dass wir wieder ein Level-Up haben. So, was ist mit dir hier, Bürger? Komm, ich will handeln. Ja, genau. Es geht irgendwie nicht so richtig, aber hier geht's. Okay. Boah, das ist schon Wahnsinn, ne? Der Luftmagie. Richtig schicke Stäbe. Oh, was hat er denn? Stärke plus 2, Stärke plus 3. Oh, Parameterpunkte um 4. Das ist doch herzallerliebst. Das nehmen wir alles mit, denn wir finden ehrlich gesagt nicht so viele. Ja. Uiuiuiui. Nicht so viele Steinchen, muss ich ja ehrlich zugeben. Und komisch, dass wir hier sonst vorher nie gewesen sind. Auch ein Skillbuch? Was liegt denn hier? Was ist denn da? Hey, ich will das gerne mitnehmen. Der letzte Gedanken eines Golems, okay. Naja, ich bin mal gespannt, ob wir den Meister Dattern dann noch treffen werden. Aber ich gehe doch mal schwer davon aus. Oh, das ist er. Bitte komm näher. Dein Assistent hat angedeutet, dass ich erwartet werde. Woher wusstest du, dass ich komme? Oh, es passiert mir nur äußerst selten, dass ich unerwarteten Besuch bekomme. Die magischen Irritationen, als du die Insel betreten hast, ich habe sie gespürt. Die Insel ist mein Refugium. Wenn sich hier irgendetwas verändert, dann muss ich vorbereitet sein. Wir haben deine Handlung sowieso schon seit langem verfolgt. Ich komme von... Das spielt jetzt keine Rolle. Für mich zählen nur deine Taten. Sie weisen ganz klar darauf hin, wie es um deine Einstellung gegenüber der Regierung oder besser gesagt gegen die Regierung bestellt ist. Ist das ein Problem? Aber ganz im Gegenteil. Bitte vergib mir mein scherzhaftes Geplänkel. Die Erfahrung hat mich gelehrt, dass es manchmal besser ist, sich etwas verklausuliert auszudrücken. Verstehe. Ich nehme an, du weißt auch, warum ich hier bin. Der berüchtigte Turm. Es ist wenig bekannt über unseren allseits geschätzten Herrscher. Das veranlasst viele zu der Annahme, dass die Geheimnisse, welche dieser Turm in sich verschlossen hält, von unschätzbarem Wert sind. Ich bin diesen Pfad schon öfter mitgegangen. Viele meiner Begleiter sind unterwegs ihrer Entschlossenheit verlustig gegangen. Ich werde dich auf deiner Mission unterstützen. Aber du musst mich davon überzeugen, dass meine Anstrengungen nicht vergeblich sein werden. Natürlich. Diese Kühnheit und die wenigen Fragen, die du stellst. Naja, wir haben ja noch gar nicht angefangen zu fragen, ne? Aber fragen wir doch erstmal, ne? Nur eine Frage. Was wird unser erster Schritt sein? Es wäre schön, wenn du den Captain in seinem nächsten Schachzug gegen die Regierung unterstützt. Du machst gemeinsame Sache mit ihm? Ich tue alles, was in meiner Macht steht, seinen Kampf gegen die Regierung zu unterstützen. Aber Sabotageakte und militärische Einsätze sollen nur von den wichtigsten Unterfangen ablenken. Wir müssen die Tyrannei in ihrem Kern treffen. Verita. Ganz recht.
Die zeitweise Unterbrechung ihrer Versorgungsketten verschafft uns dabei die nötige Zeit. Zeit, die wir für andere Operationen benötigen. Unsere kleinen Angriffe auf die Verita-Versorgung macht sie sozusagen blind für unser wichtigstes Vorhaben. Eigentlich ist Verita doch einfach nur ein natürlicher Rohstoff. Da hast du nicht unrecht. Aber man kann die Sache auch komplizierter sehen. Worauf ich eigentlich kommen wollte. Du könntest mir in der Zwischenzeit etwas besorgen. Irgendwelche Waffen oder Informationen? Einen Drachenzahn. Einen Drachenzahn. Diese Insel wurde einst von Drachen beherrscht. Es gab Dutzende von ihnen. Ihre Überreste findet man noch heute. Müssen ziemlich beeindruckende Kreaturen gewesen sein. Hast du einen Vorschlag, wo ich anfangen soll? Es gibt da eine Schlucht ganz in der Nähe. Man nennt sie Belly of the Beast. Dort lebte früher ein schwarzer Drache. Sicher, dass die Schlucht nicht bereits abgegrast wurde? Eine äußerst intelligente Annahme, wenn nicht das Vorhandensein des aktuellen Bewohners sie unwahrscheinlich machte. Ich glaube, ich will es gar nicht wissen. Es gibt dort eine Höhle. Wenn du in die Höhle rein willst, musst du den Bewohner überlisten oder töten. Welche Methode du bevorzugst, überlasse ich ganz dir. Sicher hast du noch Fragen. Tja, Fragen natürlich, aber Freunde, wir waren da ja schon, wenn ich mich recht erinnere, ne? Aber naja, fragen wir doch mal weiter, denn ich finde es sehr interessant. Ich meine, gut, dass er sich mit dem Captain verbündet, ist eigentlich klar, so Freundschaft und so. Aber naja, fragen wir doch mal weiter. Warst du schon immer gegen die Regierung eingestellt? Aber selbstverständlich. Gandor hat uns alles genommen. Er hat uns unserer Individualität beraubt, unserer Kultur. Und auch unserer Wirtschaftsgrundlage. Die Menschen sind gezwungen, in den Minen zu arbeiten und Gesetze durchzusetzen, die sie entweder nicht verstehen oder an die sie nicht glauben. Ich bin mir gar nicht mal sicher, dass unser Freund Felenun sich völlig darüber im Klaren ist, was seine Taten wirklich bedeuten. Ich fürchte, ich habe ihn beeinflusst. Du scheinst die Menschen zu lieben. Warum führst du sie nicht selbst an? Ich kann nur mit meinem guten Rat dienen und meine Weisheit zur Verfügung stellen. Die Menschen müssen in die Lage versetzt werden, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Das ist mein wichtigstes Anliegen. Diese Kreatur in der Höhle, hast du einen Rat, wie ich sie bekämpfen soll? Oh ja. Bleib auf Abstand und halte dich von den Klauen fern. Ja, oder metzel sie einfach nieder, ne? So haben wir es ja getan. Wenn ich zurückkomme, wie geht es dann weiter? Dann beginnt der schwierige Teil unserer Aufgabe. Ich bin bald wieder da. Frohes Jagen, mein Freund. Ja, danke für die Weisheiten. So, finde die Schlucht. Wir waren schon bei der Schlucht und ich bin mal gespannt, ob das Spiel das jetzt eigentlich auch schon so, ihr wisst schon, so mitbekommen hat. Aber da liegt noch etwas, da liegt ein Buch, gib das doch mal her. Alchemie, die Kunst von Liebe und Tod. Das ist natürlich immer wieder schön. Liebe und Tod, ja, sehr gleich. So. Hast du, worum ich dich gebeten habe? Normalerweise hätte... Noch nicht. Was? Bitte komm wieder, wenn du ihn hast. Okay, bin bald wieder da. Ich bin bald wieder da. Komisches... Frohes Jagen, mein Freund. Ja. Danke ebenso. Der gute Tatan. Ein sehr cooler Typ, muss ich ehrlich zugeben. Gefällt mir. Scheint wirklich ein bisschen weise zu sein, aber typisch für so einen Magier. So, hier ist noch ein Portal. Damit können wir aber leider nichts anfangen. Aber es leuchtet verdammt stark. Oh, ich hätte auch gern sowas zu Hause. Und die Musik ist hier irgendwie anders als sonst, ne? Richtig schön, muss ich da ehrlich zugeben. Ist das da oben auf? Ja, sieht fast so aus, ne? Ja, Freunde, da müssen wir halt nochmal in die Schlucht, wo wir schon mal gewesen sind. Da liegt wohl irgendwo ein Drachenzahn dann wohl drinne. Da werden wir uns auch auf jeden Fall drum kümmern. Ich weiß, war jetzt ein bisschen langweilig und ziemlich viel Geschichte. Aber ich denke mal, dass es dann bei den nächsten Malen doch wieder ein bisschen spannender wird. Denn jetzt nimmt die Hauptstory wieder ein bisschen an Fahrt auf, ne? Findet ihr nicht? Deswegen, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ne? Lasst mal einen Kommentar oder einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder. Bis dahin.